Ja, moin zusammen, herzlich willkommen bei Autos mit Style. Ja, wir stehen wieder vom A5 und heute geht es darum, ein Jahr Audi A5. Und ja, ich möchte euch heute mal was zu diesem Auto erzählen. Das ist sozusagen so ein Erfahrungsbericht. Ich erzähle euch so die Stärken und Schwächen und den Alltag mit dem Audi. Wir fangen mal erstmal kurz an. Was ist das überhaupt für ein Audi? Für die meisten, die es wissen, ein Audi A5 B8 8T Modell ist ein 4-Facelift Modell mit dem S-Line Paket. Motorisch haben wir einen 2,7 Liter V6 Diesel unter der Haube. Serie leisten diese Autos 190 PS und 400 Newtonmeter. Da das Auto aber eine Stage 1 hat, leistet er etwas mehr. Ja, das ist das Auto. Schwarzes Auto, leichte Modifizierung, auf die ich dann noch später eingehen werde. Gehen wir mal kurz zum Innenraum. So sieht das Ganze von innen aus. Auch nicht alles ganz Serie. Auch da habe ich ein paar Kleinigkeiten verändert. Ich fange mal so an mit dem Fahren vom Audi A5. Das ist persönlich, finde ich, eine ganz schöne Sache. Vom Getriebe bis zur Lenkung ist das Auto vom Fahren her wirklich toll, finde ich. Eine schöne Lenkung, die gleichzeitig komfortabel, aber auch sportlich ist. Es ist nicht so eine Lenkung, die zu hektisch ist, aber sie ist auch schön sportlich und direkt. Getriebetechnisch haben wir hier, wie ihr sehen konntet, ein Automatikgetriebe, kein ganz normales, sondern eine Multitronic. Eine Multitronic, wie ihr wisst, ist ein CVT-Getriebe. Ein CVT-Getriebe ist ein stufenloses Getriebe mit, sage ich mal, unendlichen Übersetzungsmöglichkeiten. Basieren tut das Auto auf 8 Übersetzungsmöglichkeiten. Wenn man zum Beispiel in manuellen Gassen fährt, sind es 8 Gänge oder im S-Gang, also in der Sportmodus, sind es auch 8 Gänge. Ich persönlich finde, das ist ein wirklich schönes, einzigartiges Getriebe. Fährt wirklich sehr schön einzigartig sanft an. Damit kann man wirklich schön komfortabel fahren. Schön drehzahlarm, schön warm fahren. Zum Warmfahren selbst, das Auto braucht schon lange, um warm zu werden. Im Winter reicht manchmal eine halbe Stunde nicht, damit der Motor auf Betriebstemperatur kommt. Aber das ist man ja so von Dieseln gewohnt, vor allem mit mehr Hubraum. Da dauert es halt noch länger als bei zum Beispiel einem Benziner. Da ist das leider nicht so ganz so praktisch. Aber im Sommer kann man das Auto auf jeden Fall mit 20 Minuten gut auf Betriebstemperatur bekommen. Im Winter kommt es auf die Strecke an. Auf der Autobahn wird es schneller, durch die Stadt vielleicht etwas langsamer. Wenn es zum Beispiel jetzt nicht direkt Stop-and-Go-Verkehr ist, dann dauert es ziemlich länger. Auf jeden Fall ist das Auto ziemlich solide, würde ich sagen. Ich hatte damit in diesem Jahr keine Probleme. Das, was, sage ich mal, ein Problem ist bei den 2,7 Liter und 3 Liter Dieseln, sind die Drehklappen. Die können Probleme machen. Da kann man einfach die ganzen Saugrohrklappen wechseln und dann hat man auch das Problem gelöst. Das ist so ein Problem, sage ich mal, bei den V6 TDIs. Ist ja vom Prinzip her der gleiche Motor, sieht sogar, wenn man die Haube aufmacht, gleich aus. Aber es sind halt kleine Unterschiede, wie dass man pro Zylinder 50 Kubikzentimeter mehr Hubraum hat, mehr Leistung. Vom Klang her sind sie auch ziemlich identisch, kann man sagen. Und vom Potenzial her auch. Außer, dass man beim 3 Liter noch mehr Leistung zum Beispiel rausholen kann, wenn man diesen modifizieren möchte. Kommen wir auch zum Thema Verbrauch. Verbrauch geht bei dem Audi so, sage ich mal, wie man es möchte, wie man mit dem Gaspedal umgeht. Ich habe Werte unter 6 Litern geschafft, aber auch Werte von knapp 14 Litern. Das kommt immer auf die Fahrweise an, die Situation, wo fahrt ihr, wie fahrt ihr und wie betätigt ihr das Gaspedal. Das ist ja ziemlich gleich wie bei anderen Autos. Auf jeden Fall ist das Auto, würde ich sagen, weder sehr sparsam, man schafft damit, sage ich mal, nicht solche Werte wie mit einem, sage ich mal, 2 Liter TDI oder ein 1,6er TDI oder 1,9er TDI. Jetzt nehmen wir jetzt zum Beispiel ein Audi A3 mit einem 1,9er TDI oder die jüngeren mit einem 1,6er TDI. Die sind, sage ich mal, zum Beispiel viel, viel, viel sparsamer als so ein Audi A5. Das ist so, sage ich mal, so ein durchschnittliches Auto, verbraucht weder viel noch wenig. Im Durchschnitt, sage ich mal, in der Stadt
man jetzt rein nur Stadt Stop and Go fährt, ist das Ganze zweistellig ungefähr im Winter gewesen, um die 10 Liter, 10 bis 11, manchmal auch mehr als 11, aber in der Regel 10 bis 11 Liter. Da kann man sich drauf einstellen bei meinem A5 V6 TDI mit Multitronic-Getriebe. Und da bin ich auch ziemlich ruhig gefahren im Winter, immer warm gefahren, sonstiges. Und da braucht der Audi trotzdem um die 10 bis 11 Liter. Wenn man jetzt, sage ich mal, so Bundesstraße und so außerhalb der Stadt fährt, ruhige Fahrweise, kann man auch Werte von 7 Liter oder auch unter 7 Litern schaffen. Vor allem, das ist auch bedingt aufs Wetter. Desto besser, sage ich mal, das Wetter, wärmer, sonstiges Frühling, Sommer, desto besser sind die Werte als im Winter, sage ich mal. Auf jeden Fall habe ich zum Beispiel so Überlandfahrten mit unter 7 Litern geschafft. Das ist, finde ich, ziemlich gut für so ein sportliches Coupé. Auf der Autobahn war mein niedrigster Wert bei unter 6 Litern. Da bin ich so schon langsam gefahren, ich sag mal so rechte Spur, maximal 100 km/h. Da hat man einen Wert von 5,9 Litern geschafft, mit auch ein paar Kilometern Stadtverkehr und so weiter. Maximal waren es 13,7 Liter, das war aber nur rein Stadtverkehr mit Stau und Stop and Go und auch schwererem Gasfuß, sage ich mal. Aber so einstellen kann man sich bei diesem A5, sage ich mal, bei so 8 bis 10 Litern ungefähr. 8 bis 10 Liter sind ziemlich realistisch. Im Winter, sage ich mal, eher höher, im Sommer etwas weniger und bedingt auf die, sage ich mal, Fahrweise und, sage ich mal, den Arbeitsweg ist das dann auch niedriger möglich. Kurzstrecke verbraucht auf jeden Fall mehr als, sage ich mal, Langstrecke. Beispielsweise auf der Autobahn kann man mit dem Auto wirklich zügig fahren und der verbraucht nicht wirklich viel. Da zum Beispiel, wenn man jetzt auch mal die 200 fährt oder 180, 160, sonstiges, ist es nicht so, dass das Auto sofort in den zweistelligen Bereich geht, sondern da bleibt er ungefähr bei den 8 Litern oder auch weniger. Das kommt darauf an, wie man dann auch davor gefahren ist, ob man vielleicht noch eine Strecke normal gefahren ist und ruhig gefahren ist. Ja. So, nochmal kurz angemerkt, im Sommer sind die Werte auf jeden Fall niedriger im Stadtverkehr als im Winter. Also könnt ihr im Frühling oder im Sommer damit rechnen, dass der A5 da etwas weniger verbraucht. Ja, kommen wir mal zu den Modifikationen, die ich an diesem Auto, sage ich mal, gemacht habe. Fangen wir mal direkt mit der Front an. Und zwar gleich unten. Einmal hier habe ich die ganzen Lüftungsgitter links und rechts einmal auf geöffnet und komplett schwarz gerüstet. Dann auch die Nebelscheinwerfer, die sind ja serienmäßig halogen. Die habe ich auch auf Xenon 1000, ich weiß gar nicht, nee, das sind glaube ich 6000 Kelvin. Auf 6000 Kelvin gerüstet. Ist ziemlich hell, sieht schon aus wie Xenon. Ja, das Auto steht auf 19 Zoll Felgen, wie ich gesagt habe. Den Grill habe ich schwarz foliert, Spülfolie, Kennzeichen, Halter gewechselt. Im Interieur gibt es auch ein paar Sachen, die gemacht wurden. Sowas wie die Matten, die gerade nicht so sauber sind, die Sportpedale, Lenkrad war schon vom Vorbesitzer drin, S5 Lenkrad, der Facelift Schallknauf, ein bisschen Carbonfolierung da auf dem Aschenbecher. Da plane ich auch noch ein bisschen mehr Folierung, sage ich mal. Früher hatte ich das auch hier, aber dann habe ich es abgemacht, weil ich es nicht so ganz so perfekt fand. Hinten ist auch einmal hier so eine S5-Matte drauf. Tür zu. Sonst, das Auto hat eine Brembo-Bremsanlage drauf. Deswegen habe ich auch die Brembo-Sticker drauf gemacht. Brembo-Scheiben, Brembo-Klötze und auch hier die schönen Audi-Ventilkappen. Hinten auch natürlich der Kennzeichenhalter. Geplant war auch, dass die Rückleuchten neu kommen. Die LED-Vorfacelift-Rückleuchten wollte ich da nachrüsten. Optisch sehr schön, könnt ihr auf meinem Kanal sehen, sieht richtig toll aus am Auto. Aber da muss ich schauen, was ich da jetzt mache. Den Diffuser habe ich nachgerüstet.
selbst lackiert. Da plane ich auch das Ganze mit Klarlack zu lackieren. Weil ich denke, es würde ganz gut aussehen, wenn das Ganze, sag ich mal, auch so schön glanz ist wie der Lack selbst. So ist das ja, sag ich mal, ein bisschen, ist schon ein Farbunterschied. Da ist es, sag ich mal, so mehr so der Kunststofflook als der Hochglanzlook. Das würde dem Auto vielleicht ganz gut stehen, finde ich. Kurz nochmal zum Interieur. Auch so Kleinigkeiten wie die, sag ich mal, hier Kotkissen sind in dem Audi gekommen. Eine wichtige Sache, sag ich mal, die man, wenn man Multitronic fährt, beachten sollte, ist, dass man das Getriebe, sag ich mal, nicht zu sehr belastet. Vor allem beim Anfahren sollte man das Getriebe schonen und dann nicht direkt auf Kickdown gehen, weil das der Kupplung schadet und das dann böse enden kann. Das wollen wir alle natürlich nicht. Ansonsten sind die Motoren eigentlich ziemlich solide, laufen sehr schön. Ich kann den auch gleich mal anmachen. Ich finde die Klangtechnik sehr schön. Klingt schön wie so ein schöner V6 Schiffsdiesel. Richtig schöner, sauberer Klang. Die laufen gut, machen keine Probleme. Solide Autos, mit denen man auch schön Langstrecke fahren kann, finde ich. Auch so Autobahnstrecke macht das Auto sehr gut. Auch so hohe Geschwindigkeiten, da fühlt er sich sehr sicher, finde ich, bei hohen Geschwindigkeiten. Das ist wirklich ein schönes, stabiles Auto. So, machen wir mal den Motor an. Das sieht bei M5 sehr schön aus, finde ich. Also auch halbwegs warm. Wenn ihr die Videos von meinem Kanal kennt, dann wisst ihr, dass der Audi da einen schönen Kaltstart macht. Finde ich. Klingt ziemlich sportlich. Aber der schöne läuft sehr schön. Läuft mit geringer Drehzahl. Um die 640 Umdrehungen sind das genau. Sehr schöner Klang, finde ich. Angelangt und auch am Ende des Videos. Jetzt kommt mal das kurze Fazit von dem Auto, sage ich mal, und ob ich das Ganze euch empfehlen würde, was ich so vom Audi halte. Ich bin das Auto jetzt fast 20.000 Kilometer gefahren in einem Jahr. Ich persönlich finde, es ist ein wirklich tolles Auto, was ich euch auch noch behalten möchte und gar nicht verkaufen möchte. Ich kann euch das Auto herzens weiterempfehlen. Ich persönlich wollte euch sagen, greift zu einem 6-Zylinder Diesel. Den 3-2er, den kann man empfehlen. Das sind robuste Motoren. Aber ich finde, so ein Turbo-Diesel ist schon schöner, weil er ein schönes Drehmoment hat und man ihn einfach toll fahren kann. Sowohl Performance als auch einfach so mal schönes Drehmoment genießen. Und auch einen schönen Klang hat man dabei auch. Robust sind sie auch. Im Unterhalt sind sie in Ordnung. Natürlich ist die Steuer etwas höher, sag ich mal, als beim 1.8er TFSI. Aber das ist ja einmal im Jahr und da muss man halt ein Auge zudrücken. Ansonsten sind die Autos ziemlich solide, stehen nicht jeden Tag in der Werkstatt. Sind super schöne Motoren, die auch weit über 200.000, 300.000 Kilometer halten und da nicht aufgeben, sondern einfach weitermachen und den Dienst verrichten wie am Anfang. Ich persönlich finde, es ist wirklich ein sehr schönes Auto, vor allem zeitlos und mit dem Standlicht finde ich es noch ganz schöner. Natürlich gab es zu der Zeit auch andere schöne Autos, aber ich finde, für das Modelljahr, wann das Auto vorgestellt wurde, finde ich, ist er sehr modern, sehr schön und lässt sich noch mit modernen Autos vergleichen. So vom Fahren her finde ich ihn wirklich sehr toll, ist ein wirklich schönes Auto. Kann damit im Alltag auf jeden Fall etwas machen. Natürlich nicht mit der ganzen Familie, aber der Kofferraum ist ziemlich geräumig. Ist ein
an sich geräumiger Kofferraum. Hinten ist der Platz halt etwas, sage ich mal, begrenzt. Da passt nicht jeder rein, sage ich mal. Aber ich finde so für einen Mann bis 1,80 und für eine Frau bis 1,80 reicht das schon aus. Es ist keine S-Klasse, aber es ist okay für ein paar Stunden, um mal jemanden mitzunehmen, ist auf jeden Fall ausreichend. Ich persönlich würde euch allen dieses Auto weiterempfehlen. Es ist wirklich ein schönes Auto, sowohl optisch als auch vom Fahren her. Macht Spaß, macht was her. Wenn man, sage ich mal, optisch was verändern möchte, gibt es was, was man an ihm machen kann. Die Motoren sind solide, die Motoren machen Spaß. Die Motoren klingen gut, die Motoren lassen einen nicht im Stich. Es sind wirklich tolle Autos, finde ich, die man einem auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Wenn ihr Fragen zum Audi habt, dann könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare stellen. Die beantworte ich euch gerne. Passt auf jeden Fall auf, wenn ihr einkauft. Ob die Kette rasselt. Was mit dem Getriebe, die Multitronic kann gut und gerne auch mal nicht so solide sein. Da kann es mal passieren, sag ich mal, dass zum Beispiel beim Rückwärts einkuppeln, das Auto einfach nach hinten springt und nicht solide und entspannt losfährt. Und sonst kann die Motorik auch rumzicken. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten laufen die eigentlich, sind wirklich schöne, tolle Autos. Sowohl vom Fahren her als auch optisch würde ich euch den Wagen auf jeden Fall weiterempfehlen. Macht mir jeden Tag eine Freude, wenn ich den fahre, sowohl optisch als auch vom Fahren her. Ist ein tolles Auto, macht Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, auch gerne ein Abo und bis zum nächsten Video.